Heute wollen wir nochmal über Navy AI sprechen, ein AI-basiertes Node-Projekt, das in Zukunft auf Solana launchen wird. Ich habe bereits vor 5 Tagen ein Video dazu auf meinem Kanal gemacht, habe jetzt allerdings nochmal 2 neue Nodes gekauft und das hat einen Grund, denn das Fundament an Informationen, das wir haben, hat sich verbessert. Die Preise für die Nodes sind nahezu gleich geblieben, dadurch, dass der Markt einen größeren Rücksetzer hatte. Und dementsprechend möchte ich euch diese Informationen nicht vorenthalten und euch nochmal aufzeigen, was sich jetzt hier in der Zwischenzeit getan hat. Wir starten jetzt allerdings erstmal mit dem Ist-Zustand. Ihr seht hier, wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 6 Nodes, habe nochmal 2 aufgestockt, also 50% an Investitionen obendrauf gelegt und bin damit bei einer akkumulierten Token-Balance von knapp 35.000 eNavy-Token. Wenn wir den aktuellen Stand des Node-Sales anschauen, sind wir mittlerweile in Tier 3 angekommen. Es wird hier zusätzlich bald möglich sein, die Nodes auch selber auf Solana zu kaufen. Aktuell gibt es hier nur das Ethereum Mainnet, ein paar Layer 2s, als auch Polygon, auf denen man die Nodes kaufen kann. Und darauf möchte ich auch nochmal eingehen, denn wie gesagt, wir sind in Stufe 3, aber dadurch, dass wir einen großen Rücksetzer im Markt hatten, haben wir nahezu dieselben Preise wie in Stufe 2, zu der wir alle vermutlich bereits zum letzten Video eingekauft haben. Denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn ihr hier diesen Discount-Code, der für jeden verfügbar ist, verwendet und hier dann letztendlich auf Apply geht, dann habt ihr hier den Ethereum-Preis für eine Node. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen zum aktuellen Ethereum-Preis, dann sind wir hier bei rund 160 US-Dollar. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, das sind aber 20 Dollar mehr als im letzten Video. Ja, der Trick ist gerade, wenn man die Nodes nicht auf einer Layer 2 bzw. auf dem Mainnet kauft, sondern auf Polygon und hier ebenfalls den Discount-Code anwendet, dann zahlt man 204 Matic für die Node, die uns einen Preis hier in dem Fall von 143 US-Dollar gibt, was nahezu 1 zu 1 der Preis vom letzten Tier war. Das eben begünstigt durch die aktuelle Marktsituation, dadurch, dass wir den großen Crash gesehen haben wegen den Kriegsnews im Nahen Osten. Also wenn ihr hier vorhabt, in der frühen Phase nochmal euren Bestand zu diesen günstigen Preisen aufzustocken, macht das vorteilhafterweise auf dem Polygon-Netzwerk, denn dort bekommt ihr die Nodes aktuell 15 bis 20 US-Dollar günstiger als beispielsweise, wenn ihr sie mit Ethereum auf einer Layer 2 kauft. Dann kommen wir jetzt zu den Gründen, warum ich eingangs angesprochen habe, dass sich unsere Informationsbasis verbessert hat. Und zwar habe ich im letzten Video kurz angerissen, dass sie eine Seed-Round hatten, die allerdings noch nicht disclosed war zu dem Zeitpunkt, und sie vermutlich 500.000 US-Dollar eingesammelt haben. Als ich jetzt jedoch das Announcement gesehen habe, ist das noch weit bullischer, als ich eigentlich dachte. Denn vermutlich sind hier wesentlich mehr als 500.000 US-Dollar eingesammelt worden. Und was noch viel wichtiger ist, sind die Investoren. Denn sie hatten ein paar Venture Capitals, die investiert haben, allerdings aus Tier 4, also eher unwesentlich. Aber eine Person fand ich hier ganz interessant, und zwar den Angel Investor SobiLife. Wem dieser Name nicht sagt, das ist der Founder von XyGames, einem Layer 3 Projekt auf Arbitrum, das große Wellen vor allem zum Jahresanfang geschlagen hat, als deren Token gelauncht ist. Die hatten beispielsweise auch einen Node Sale. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Xy bzw. die Xy Nodes in diesem Fall die Bluechip Nodes in diesem Cycle sein werden und man etliche Xe zusätzlich zu den bereits gemachten Xen, die jeder, der in der frühen Phase investiert hat, machen kann. Und dadurch, dass Sobi, der Gründer eines erfolgreichen Node-Projekts, hier investiert hat, hat mir das Ganze nochmal ein sehr, sehr gutes Gefühl und mir auch letztendlich die Gewissheit gegeben, dass bei Navy AI zumindest ein gutes Fundament da sein muss. Ansonsten hätten viele dieser Personen, Sobi hier in diesem Fall eingeschlossen, vermutlich nicht ihr Geld da reingepackt. Dann kommen wir zum zweiten Grund, warum ich hier nochmal 2 Nodes in der frühen Phase nachgekauft habe. Und zwar will ich das Ganze mal kurz mit Galaxis vergleichen. Ein Projekt, das ebenfalls ein Frontrunner ist in dem, was sie machen. Eine ganz andere Sparte wie Navy AI, aber die Projektstruktur ist sehr, sehr ähnlich. Um ganz kurz zu updaten, was Galaxis angeht, und zwar werden sie ihren Token in circa einem Monat launchen. Und zwar, wie sie hier schreiben, auf einer Leading Global Cryptocurrency Exchange. Da fallen mir spontan nur 3 bis 5 Stück ein, beziehungsweise das kann man an einer Hand abzählen. Heißt hier sehr, sehr gute News für alle, die in Galaxis investiert haben. Wenn wir jetzt allerdings mal die Tokenomics der beiden Projekte vergleichen und uns anschauen, wie viel Prozent des Bestandes bei Galaxis an alle Node Runner ausgeschüttet werden, dann sind das hier in diesem Fall insgesamt 24% bei einer insgesamten Token-Allokation, wenn wir hier ganz runter scrollen, von 7,5 Milliarden. Im Falle von Navy AI haben wir insgesamt 10 Milliarden, also nochmal ein Drittel an Token on top. Aber hier werden letztendlich 40% des gesamten Tokenbestandes an alle Node-Halter abgegeben. Und warum ich das jetzt hier so deutlich machen möchte, ist der Grund, dass wir bei Galaxis nicht mehr früh dran sind. Dort sind wir gerade zwischen 11.000 und 12.000 verkauften Nodes. Bei Navy AI allerdings, wenn wir uns das anschauen, wir haben vorher gesehen, wir sind jetzt in Tier 3 angekommen. Heißt, Tier 1 und Tier 2 wurden ausverkauft. Das sind insgesamt knapp 2.400 Nodes.
Und wir sind jetzt irgendwo hier in Tier 3. Also wir sind bei maximal verkauften Nodes von ca. 4500 Stück. Und das bringt natürlich noch gute Rewards in Form des letztendlichen Tokens, der uns ausgeschüttet wird. Also diese Anzahl, der sogenannte eNavy-Token, das quasi der Node-Reward-Token in dem Fall ist. Bei Galaxis habe ich jetzt zum Zeitpunkt, dort habe ich an Tag 1 investiert, 2 Nodes gekauft. Diese Nodes waren wesentlich teurer, die waren bei 777 USDT. Das heißt, dort habe ich insgesamt ein Investment von über 1500 US-Dollar getätigt und habe durch meine Nodes alleine ungefähr 50.000 Token akkumuliert. Und hier jetzt mit einem Investment, wenn wir mal sagen, für alle 6 Nodes habe ich ungefähr 140 US-Dollar gezahlt, dann sind wir ungefähr bei 840 Dollar an Investitionen. Aber wir sind zum einen eben viel früher dran. Wir bewegen uns hier in einer anderen Sparte. Also natürlich lassen sich die Projekte nicht 1:1 vergleichen. Aber AI ist ein wesentlich bullischeres Narrativ als beispielsweise die NFT-Kollektionen, die Galaxis versucht zu verkaufen. Zusätzlich werden wir hier auf Solana launchen, wo natürlich deutlich höheres Volumen herrscht. Und wir sind, was das Stadium des Projektes angeht, noch viel früher dran, was natürlich auch die Aufmerksamkeit einschränkt und natürlich die Upside in der Zukunft. Und das ist immer mein Ansatz bzw. mein gewünschter Einstiegszeitpunkt für solche Projekte. So habe ich es beispielsweise bei den Xynodes gemacht, ich habe es so bei GPU.net gemacht, ich habe die StarMake-Nodes früh gekauft, Galaxis an Tag 1 und hier im Falle von Navy AI, dadurch, dass wir erst in Stufe 3 sind, allerdings noch Einstiegspreise von Stufe 2 bekommen, halte ich das Ganze auch immer noch für sehr, sehr lukrativ. Was ich als letztes noch kurz zeigen wollte, ist eine Guild Quest von Navy AI, wenn man mehrere Nodes besitzt, die wahrscheinlich einen Airdrop zur Folge haben werden. Zumindest nennen sie das Ganze hier Airdrop Tiers. Hier muss man einmal seine Wallet verifizieren, sein Twitter und sein Discord-Account verbinden. Und wenn ihr mehrere auf einem Netzwerk gekauft habt, denn das ist wichtig, um diese Quests hier bzw. diese Tiers hier zu verifizieren, dann bekommt ihr diese Airdrop-Tiers gutgeschrieben, die dann auch auf eurem Discord-Account, wenn ihr auf deren Server seid, angezeigt werdet und dann vermutlich einen Airdrop in Zukunft zur Folge haben werden. Ich werde euch den Link dazu natürlich wie zu allem anderen noch unter dieses Video packen. Das soll es zum Update gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zu Navy AI oder euch austauschen wollt, kommt zu uns auf dem Community-Discord. Dort gibt es einen eigenen Channel für alles, was das Thema Navy AI angeht. Wenn euch das Update gefallen hat, lasst einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.